Wir haben wie immer ein tolles, vielfältiges Programmangebot. Wir beginnen mit dem Lichterfest am Samstag, den 24. und 25. Juli. 1000 japanische Bambuslaternen, Lampions, Fackelkerzen im Neumagen. Wir erwarten 10.000 Menschen für das Lichterfest. Es geht aber auch weiter mit Volksmusik, Open Air. Gemeinsam mit dem Südwestrundfunk wird Moderator Rainer Kirsten im Chorhaus im Chorpark zu Bad Krozingen zu Gast sein. Wir machen Klassik-Open Air mit Justus Franz und seinem Orchester Philharmonie der Nationen. Und dann die eigentlichen Highlights, was die Bewohnerinnen und Bewohner auch der Region interessieren, sind unsere beiden Pop-Rock-Veranstaltungen. Einmal Bonnie Tyler aus England und einmal die Kölner Rockgruppe BAP mit Wolfgang Niedecken. Was so in den 60er, 70er, 80er so interessant waren, dann sind wir auf Bonnie Tyler gestoßen. Der hat einfach Hits drauf. It's a Heartache, das kennt jeder, das kann man toll hören, hat aber Schmuse-Songs dabei. Und dann auch bei Wolfgang Niedecken, Verdammt lang her, Kristallnacht, die Hits von früher oder neu auch Radio Pandora Tour. Ich denke, das sind Dinge, die bei uns allen gut ankommen. Justus Franz gehört ein bisschen zum lebenden Inventar in Bad Krozingen. Er war 8-9 Mal schon da und wir sagen, er muss mehrere Tage da sein, dass wir diese Probenarbeit spüren können in Bad Krozingen. Und wir bitten Justus Franz auch, dass er für interessierte Grundschulklassen eine Probe gibt. Vormittag, zum Beispiel 11 Uhr, dürfen Grundschulklassen kommen und erleben live dann mit, wie ein großes Sinfonieorchester mit 80, 90 Musikerinnen und Musikern einfach proben. Die Kinder dürfen dirigieren, dürfen Instrumente raten, die werden einfach motiviert, selber Instrumente zu erlernen.